So registrieren Sie sich auf der DVU-Website und kaufen eine Split-Lizenz. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie sich auf der DVU-Website registrieren und eine Split-Lizenz kaufen können. Gehen Sie zur DVU-Website. Im oberen rechten Fenster sehen Sie die Schaltfläche Sign Up. Klicken Sie darauf. Es öffnet sich das Registrierungsfenster im SmartPass. Gerade in diesem System erfolgt die Registrierung. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. E-Mail, Passwort, Passwortbestätigung, Vorname, Nachname, Land, in dem Sie ansässig sind. Nach dem Ausfüllen der Felder müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen. Lesen Sie sie sorgfältig durch und aktivieren Sie die drei Kontrollkästchen neben den entsprechenden Feldern auf der rechten Seite des Bildschirms. Achten Sie auf den Namen des Sponsors. Dieser wird oberhalb der Nutzungsbedingungen angegeben. Wenn dieser Name nicht mit dem Namen der Person übereinstimmt, die Sie eingeladen hat, bitten Sie sie um einen aktuellen Empfehlungslink. Bitte geben Sie bei der Registrierung eine gültige E-Mail-Adresse an, auf die Sie Zugriff haben. Außerdem empfehlen wir Ihnen, Ihr Passwort auf Papier aufzuschreiben und an einem sicheren Ort aufzubewahren, um den Zugriff auf Ihr Benutzerkonto nicht zu verlieren. Klicken Sie nach dem Ausfüllen auf die Schaltfläche Sign Up. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie auf dem Bildschirm eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung und die Notwendigkeit, Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, überprüfen Sie Ihr Postfach, das Sie bei der Registrierung angegeben haben, und suchen Sie nach einer E-Mail von Smart Team. Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, sehen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach. Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche Confirm E-Mail, E-Mail bestätigen. Fertig! Sie haben sich erfolgreich bei SmartPass registriert. Um zur DVU-Website zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche Go to DVU. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Sign In und melden Sie sich an. Es öffnet sich das Dashboard. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie im Abschnitt Split Licenses eine Liste der zum Kauf verfügbaren Lizenzen. Wählen Sie die für Sie passende Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase – Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsart auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus und bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Im sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Ultima und die Wallet-Adresse angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Codes zum Senden einer Transaktion über die mobile App verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbestätigung. Jetzt müssen Sie die Lizenz aktivieren. Gehen Sie dazu zum Menüabschnitt My Licenses. Suchen Sie die gekaufte Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Activate. Wenn Sie den Aktivierungsverlauf anzeigen möchten, gehen Sie zur Registerkarte Activation History. Wenn Sie immer noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unser Support-Team senden.